Mohammad Reza Pahlavi, der letzte Kaiser Persiens, ist eine Schlüsselfigur der Weltpolitik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im September 1941 wird ein junger Mann neuer Herrscher im Iran. Mit gerade 21 Jahren wird Schah Mohammad Reza Pahlavi im iranischen Parlament als Staatsoberhaupt vereidigt, mitten im Zweiten Weltkrieg. Sein Vater, Reza Schah Pahlavi, war zwar neutral geblieben, hatte aber aus seinen Sympathien für das Nazi-Regime keinen Hehl gemacht. Die Alliierten fordern seinen Rücktritt. Seit Hitlers Überfall auf die Sowjetunion sind Briten und Amerikaner darauf angewiesen, schweres Kriegsgerät durch den Iran nach Russland transportieren zu können. Für den Kampf gegen das Deutsche Reich. Als der Vater nach seiner Abdankung Iran verlassen hat, blieb Mohammad Reza zurück. Also der Vater Reza Schah hat ihn auch zurückgelassen, hat eben auch gesagt, du musst das hier übernehmen, du bleibst hier. Darauf ist Mohammad Reza von seinem Vater von klein auf vorbereitet worden. Unter seinen Geschwistern hat er als Kronprinz immer eine Sonderrolle. Sein Vater bestimmt seine Spielkameraden und schickt ihn auf ein Schweizer Elite-Internat, damit er westlich ausgebildet wird. Schließlich schreibt er ihm vor, wen er zu heiraten hat. Es ist die ägyptische Prinzessin Fawzia. Mit der arrangierten Ehe zwischen den beiden Herrscherhäusern will der Vater die Macht der Pahlavi-Dynastie im Iran stärken. Er war eine sehr mächtige, charismatische Person, die das Leben seines Sohnes völlig beherrschte. Reza Schah stirbt 1944 im südafrikanischen Exil. Spätestens jetzt, als sein Sohn ihn überführt, richten sich alle Augen auf den neuen Schah. Man ist gespannt, wie er den Konflikt mit der Geistlichkeit lösen wird, den er von seinem Vater geerbt hat. In der Öffentlichkeit ist er bis dahin eher zurückhaltend wahrgenommen worden. Wie Shakespeare sagt, manchen wird Größe zugeworfen, andere dagegen greifen nach der Größe. Mohammad Reza Schah wurde die Monarchie aufgedrängt. Und es ist ein großer Unterschied zwischen einem, der die Macht ergreift und den modernen Staat schafft, und jemandem, der eigentlich nur ungern König war. Der junge Schah handelt überraschend entschlossen. Wie sein Vater will er Staat und Gesellschaft modernisieren, dessen Konfrontationskurs zur Geistlichkeit aber beenden. Auch auf den Schah wird Anfang 1949 ein Anschlag verübt. Er geht vermutlich auf das Konto der Terrorgruppe. Allerdings kann das nie bewiesen werden. Das iranische Parlament macht die Moskau-Treue zu der Partei verantwortlich und verbietet sie. Dem Schah kommt das gelegen. Denn die kommunistische Ideologie ist ihm ebenso suspekt wie der radikale Islam. Sein politischer Weg richtet sich gen Westen. I'm looking forward with the keenest anticipation to all that I have to experience here in the greatest of the democracies in a free world. Der amerikanische Präsident Harry S. Truman und die Menschen in den USA bereiten Schah Mohammad Reza im November 1949 einen überschwänglichen Empfang. Nicht ganz uneigennützig. Sie wollen sich einen Zugang zu den immensen Ölvorkommen im Iran sichern. Der Schah hingegen braucht Unterstützung bei seinen Plänen, den Iran von Grund auf zu modernisieren. Er interessiert sich für sämtliche technischen Neuerungen wie den Hoover-Staudamm. Der weltweite wirtschaftliche Aufschwung nach dem Krieg verlangt nach einem Treibstoff: Öl.
In Abadan, unweit des Persischen Golfes, entsteht die größte Raffinerie der Welt. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts liegt die Ölförderung vor allem in britischer Hand. Die anglo-iranische Ölgesellschaft ist im Iran wie ein Staat im Staate. Nachdem das iranische Parlament im März 1951 die Verstaatlichung der Ölindustrie beschließt, dreht Großbritannien dem Iran den Ölhahn zu. Viele britische Fachkräfte müssen das Land verlassen. Die Übernahme der Ölanlagen durch eine nationale Gesellschaft wird zwar stürmisch bejubelt, durch das Ölembargo liegt das Land wirtschaftlich aber schon bald am Boden. Extreme Parteien wie die kommunistische Tudeh-Partei nutzen das aus. Sie bekommen immer mehr Zulauf. Der Schah flieht sogar kurzzeitig ins Exil, um aus der Schusslinie zu kommen. Die Mullahs und ihre Anhänger und unterschiedliche politische Gruppen wie die Kommunisten, die die Abschaffung der Monarchie und eine Volksrepublik wollen, ringen um die Vorherrschaft im Iran. Der Schah kann sich an der Macht halten. Der amerikanische Geheimdienst CIA unterstützt ihn mit viel Geld und hilft ihm, einen eigenen Geheimdienst aufzubauen, den SAVAK. Unser Schah wurde zu einer Art römischem Cäsar, der in das Tagesgeschäft, in tägliche Kriege verwickelt war. Und wenn man so wird wie Julius Cäsar, wird man wie Cäsar getötet werden. Im Dezember 1959 wird in Teheran prunkvoll gefeiert. Boulevardreporter aus der ganzen Welt kämpfen um das beste Bild von Mohammad Reza Shah und Farah Diba. Nach zwei geschiedenen Ehen soll die neue Königin den ersehnten Thronfolger zur Welt bringen, damit die Pahlavi-Dynastie fortbestehen kann. Farah Diba wird zur einflussreichen Frau an der Seite des Schahs. Sie begleitet ihn auch auf seiner Amerikareise im April 1962, wo das Ehepaar frenetisch begrüßt wird. Mit Präsident John F. Kennedy intensiviert der Schah die iranisch-amerikanischen Beziehungen. Die beiden sind sich einig, dass nur ein starkes Militär die latente Bedrohung der Sowjetunion abwehren kann. Die Aufrüstung des Iran ist beschlossene Sache. Für die Amerikaner ein lohnenswertes Geschäft. Waffen für Öl. Am 11. Januar 1963 stellt der Schah ein umfassendes Reformprogramm vor. Er nennt es die Weiße Revolution. Sie soll die Lebensbedingungen der Menschen spürbar verbessern. Die Weiße Revolution, zu der sich Seine Majestät entschied, war wirklich seine Idee und Entscheidung. Er wollte, dass sich sein Land und seine Landsleute entwickeln. Ein landesweites Referendum gibt Rückhalt für das ehrgeizige Programm. Das Feudalsystem soll beendet, staatliche Unternehmen privatisiert, das Wahlrecht für Frauen eingeführt werden. Frauen dürfen bei der Volksbefragung noch nicht mit abstimmen, gehen aber zu den Wahlurnen, um ihre Zustimmung zu demonstrieren. Er wollte den Iran modernisieren. Mit der Weißen Revolution sollte es im Iran besser werden. Und in vielerlei Hinsicht war das auch so. Der Feudalismus wurde beendet. Das ist nicht einfach. Der Ausgangspunkt der Weißen Revolution ist eine Landreform gegen den entschiedenen Widerstand des Klerus. Der Schah vergibt mehr als 500.000 Hektar Land, eine Fläche doppelt so groß wie das Saarland, an etwa 30.000 besitzlose Familien. Damit Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen, unterrichten Bildungssoldaten in Dorfschulen. Auch Erwachsene, Bauern und Nomaden müssen die Schulbank drücken. Der Schah bezieht in seine Kampagne alle Bevölkerungsschichten mit ein. Ein Herzstück der Weißen Revolution ist die Stärkung der Rolle der Frau in der iranischen Gesellschaft. Die Iranerinnen nutzen die Gelegenheit, ihre neu erworbenen Rechte und das damit verbundene Selbstbewusstsein öffentlich einzusetzen. Frauen können jetzt nicht nur wählen,
sondern sich auch als Kandidatinnen aufstellen lassen. Für die Frauen im Iran ist das ein Meilenstein auf dem Weg der Emanzipation. Die Freiheit der Frauen war sehr wichtig. Die Rechte der Frauen zu der Zeit waren im Vergleich etwa zu europäischen Ländern fortschrittlich. Aber es gab viel Widerstand. Und dieser galt in der ersten Revolution im Jahre 63 unter der Führung von Khomeini speziell dem Frauenwahlrecht. Khomeini war der Einzige, der sehr radikal damals gegen den Schah sich geäußert hat. Er hat ihn gedroht. Khomeini schickte ein paar Briefe direkt an den Schah. Und der Schah hielt ein paar Reden, die direkt darauf antworteten. Sie sind bemerkenswert. Khomeini für seinen Trotz, der dem Schah sagt: Junge, pass auf, dass ich dich nicht wie deinen Vater aus dem Land werfe. Und der Schah vergleicht die Geistlichen mit diesen kleinen Ameisen, die im Kot leben. Wir werden sie nicht dieses Land regieren lassen. Khomeini muss ins Exil nach Najaf im Irak. Wenn man den Feudalismus beendet und Millionen von Menschen in die Stadt bringt, muss man darauf vorbereitet sein. Man muss sich überlegen, wer diesen Leuten die neuen politischen Regeln beibringt. Der Schah machte es unmöglich, dass andere Gruppen als der Klerus politische Organisationen im Iran hatten. Der Fehler des Schahs war, er wollte zu viel, zu schnell. Khomeini zieht sich in seinem Exil in Najaf, der Hochburg des schiitischen Islam im Irak, zunächst völlig zurück. Währenddessen knüpft man im Oktober 1967 im Iran an die Herrlichkeit alter Zeiten an. Der Schah hat immer betont, dass er erst für sein Land etwas leisten wolle, bevor er den Pfauenthron mit allen Ehren besteigt. Nun lässt er sich in Teheran zum Kaiser krönen. Vom Klerus bekommt er Unterstützung. Der Schah hat bei seinen öffentlichen Auftritten stets die Geistlichkeit mit einbezogen. Er weiß, wie wichtig gerade für die einfache Bevölkerung der Hinweis auf die religiösen Grundlagen der Herrscherdynastie ist. Nun scheint er angekommen zu sein. Er ist der Schahenschah, der König der Könige. Und er krönt auch seine Frau zur Kaiserin. Ein noch nie dagewesenes Ereignis in der langen Geschichte Persiens. Als seine Majestät mir die Krone aufsetzte, war es, als ob er sie auf das Haupt aller Frauen setzte. Das war sehr wichtig in der Geschichte unseres Landes. Ich dachte nicht, dass ich wichtig geworden bin. Ich dachte, dass es ein Zeichen des Fortschritts und des Respekts für die Frauen war. Im Mai und Juni 1967 ist das glanzvolle Paar auf Staatsbesuch in der Bundesrepublik. Begrüßt von Bundespräsident Lübcke und Bundeskanzler Kiesinger. Die Visite gilt in erster Linie wirtschaftlichen Interessen. Der Schah besucht die großen Stahlfirmen an Rhein und Ruhr, weil er Unterstützung bei der Industrialisierung seines Landes braucht. Zum Beispiel beim Bau neuer Staudämme für die Bewässerung der Landwirtschaft. Eine lukrative Möglichkeit für die deutsche Wirtschaft. Man hat das Potenzial des Marktes gesehen. Die Banken waren auch beteiligt und daran interessiert, als Finanzier für derartige Dinge in Frage zu kommen, sodass das eigentlich ein Geben und Nehmen war. In Teheran soll das Denkmal des Schahs, das Faradiba in Auftrag gegeben hat, das neue moderne Selbstverständnis des Kaiserreiches architektonisch zum Ausdruck bringen. In der alten Kaiserstadt Persepolis dagegen gedenkt der Schah der 2500-jährigen Geschichte des Perserreiches mit einem pompösen Fest. Mitten in der Wüste wird 1971 die größte Party der Welt gefeiert, zu der Monarchen, Staatsoberhäupter und Diktatoren kommen.
Es war eines dieser Dinge, deren Absicht gut war, deren Ausführung aber so sehr übertrieben war, so vermischt mit Vetternwirtschaft und Korruption, dass das nach hinten losging. Um die Weiße Revolution zu einem Erfolg zu führen, rüstet der Schah mit Kapitalhilfen aus dem Ausland technologisch auf. Er investiert Milliarden in die Elektrifizierung und zahlreiche Industrien. Der Iran soll den Anschluss an die Moderne finden und wieder groß werden. So wie es das Perserreich in der Geschichte war. I think that our country in the next 10 years will be what you are today. In the next 25 years, according to other people, I'm not saying that, will be among the 5 most prosperous countries of the world. Dafür investiert der Schah auch in Atomenergie. US-amerikanische und französische Unternehmen wollen das lukrative Geschäft machen. Am Ende aber sind es westdeutsche Firmen, die den Vertrag mit dem Iran abschließen. Natürlich waren wir stolz, dass wir den Auftrag bekamen, das erste Atomkraftwerk im Iran zu bauen, also Siemens KWU. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich gefragt, warum baut ein Land, das unendlich viele Energiereserven, Öl und Gas hat, warum bauen die überhaupt ein teures Atomkraftwerk? Einmal spielte natürlich für die deutsche Wirtschaft auch der Opportunismus eine Rolle. Wir waren interessiert zu liefern oder zu investieren. Die Motivation kam aus der Notwendigkeit seiner Zeit. Ob es uns gefällt oder nicht, Modernisierung ist weitgehend Verwestlichung. Man kann nicht modernisieren, ohne westlicher zu werden. Vor allem die Hauptstadt Teheran öffnet sich dem kulturellen Lebensstil des Westens und wird zu einer modernen Großstadt. Die Jugend kann grenzenlos reisen und sich im Ausland bilden. Die jungen Leute genießen alle Vorzüge einer Stadt von Welt und geben sich freizügig. An den politischen Machtstrukturen ändert sich hingegen nichts. Sie bleiben traditionell monarchistisch und auf den Schah zugeschnitten. Wer sich politisch gegen das Schah-Regime stellt, muss damit rechnen, im Gefängnis des iranischen Geheimdienstes SAVAK zu landen. Dagegen hatten auch die Studenten in Deutschland beim Schah-Besuch demonstriert. Aus der gefürchteten Haftanstalt in Teheran, die in den 1930er Jahren von deutschen Architekten gebaut wurde, gibt es kein Entkommen. Man darf nicht vergessen, dass sie viele Menschen gefoltert, viele Menschen hingerichtet haben. Aber die Opposition war auch sehr erfolgreich, indem sie die Zahl der Menschen, die im Gefängnis waren, übertrieben hat. Wir haben gesagt, dass es im Iran Hunderttausende von Gefangenen gibt. Die tatsächliche Zahl lag bei etwa 4.000. Widerspruch oder gar Widerstand ist im Schah-Regime nicht vorgesehen. Ein offener politischer Dialog über die soziale und politische Entwicklung des Landes findet nicht statt. Die Parteien von rechts bis links sind größtenteils ausgeschaltet.